Okay. Yep, ah, nee, ich hätte das. Ach, der Innuendo-Bot. Na, was geht? Ja. Ja, Mann. Jetzt geht's rund, ihr Nuttensöhne, Alter. Es Latte, ja, als Maul, Alter. Gut. Dann rein in die Olga. Ach, genau, das war keine Brücke, das war so ein Gebirge, stimmt. Das. Ich wusste, irgendwas war da drüber, so ein bisschen. Ich hätte nur gedacht, dass es so gebaut wurde, dass man dahin muss. Deswegen habe ich mich da gar nicht. Ja, ja. Nee, das ist genau wie beim Pink Slaughterhouse. Das musst du auch nicht machen. Nee. Aber die Musik vom Hyperion Slot ist auch mega geil. Das wirst du gleich sehen. Aber dass man es besser findet, hätte ich jetzt gedacht. Ach so, ja, ja. Okay. Nippel. Let's fucking go, ich hab Bock. Ah, die Musik ist so geil. Die höre ich immer mal wieder auf YouTube, die Mucke, die ist so gut. Die Sau. Okay, ich habe auch einen. Weg, du Knusperhexe. Wir machen es ja so mit kritisch, fangen wir an und danach schießen wir so rum. Ja, genau. Wieder einer. Das war echt kritisch, ne? Also, oh, das war. Oh Leute, das war ein One-Hit 5. Ah, geil, Mann. Alter, nice. 6. 7. Ihr kleinen Hurensöhne. Oh Mann. Jetzt bin ich wieder voll in meinem Element. 8. Ah, Mist. 9. Ja, wir haben es gleich. Ich glaube, da bist du besser als ich, wenn du mich sichern. 10. Ah, komm. Oh, Digga. Ich mach das, was ich am besten kann. Einfach drauf. 11. Ja, mach das. Ich snipe dir mal weiter weg. Oh, hinten ist ein Badass, oder? So, nee, ich hab den seitlichen Headshot verpasst. Wie hab ich das denn hinbekommen? Bin einfach zu krass für dieses Spiel. LOL, ich hab 12 einmal erwischt. Alter. Das ist vor allem noch Welle 1. Wir haben das Ziel jetzt schon geschafft mit den Crits. Ja, ja, aber wir haben letztes Mal auch auf viel schlechtere Waffen gehabt, keine DLC-Knarren. Das stimmt, und was man natürlich auch sagen muss, die Roboter bewegen sich auch deutlich langsamer in der Regel. Das heißt, die Crits zu machen ist viel einfacher als bei den Banditen, die sich ja immer so unwillkürlich und schnell wegbewegen. Oh, Menschen. Ja, Menschen. Ach, die Kampfingenieure, ja, okay. Der Ingenieur, na gut. Yep. Ups. Okay, ich muss ein bisschen sparsam mit meiner Sniper sein. Die brauche ich nachher noch. Ich gehe mal lieber ein bisschen auf die. Nicht auf die. Ah, ja, stimmt, wir können ja nach jeder Welle neu machen, ne? Ach ja, ich bin auch doof. Oh, also dann, egal. Also, mir reicht's auf jeden Fall nicht. Also, für alle Wellen. Also, nicht. Egal, ich kann auch. Ich kann auch bei der Pistole Headshots machen. Easy. Egal. Das ist ja so geil, Mann. Ja, jetzt bin ich wieder voll in meinem Element. Jetzt bin ich wieder glücklich. Oh, das ist ein Warloader. Cool. Oh oh. Das tut ein bisschen weh. Okay, dann machen wir das kurz anders. Jo, Junge. Ja, der Versuch, Jungs, aber so wird das nix. Oh, der hat das Arm verloren. Oh, keine Arme, keine Kekse, ne? Das war Runde 1? Ja, okay. Geil. Schön. Schönes Ding. Aber ist ja auch schön, man kann auch ein bisschen durcheinander spielen. Das ist auch praktisch, dass man nicht so gezwungen ist. Oh, nach dem ganzen Rennscheiß muss ich jetzt wirklich einen Haufen Metall kaputt schießen. Wirklich, das brauche ich jetzt gerade. Ah, das war so löst man Rennen, ey. Achso, der Aufzug ist ja da hinten. Ja, die Idee ist halt großartig gewesen. Ich hab gar nicht daran gedacht, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass das Spiel sich so austricksen lässt. Aber ja, da kommt halt wirklich die Let's Play-Erfahrung durch. Ich glaube allein dadurch, dass du schon so viele verschiedene Arten von Spielen auch gespielt hast, kommst du da eher auf sowas als ich einfach. Aber finde ich gut. Ja, weil wir haben ja beide das geschafft. Das war ja nie so. Ich hab nur die letzten Checkpoint gemacht. Und jetzt ganz so ausgeschafft. Ist okay. Ja, aber ist egal, es hat gereicht.
Das Ding ist ja, wenn das jetzt nicht gereicht hätte, hätten wir es ja nochmal versuchen können. Und guck mal, wir haben das ja sogar geschafft, wo ich zweimal schon wieder komplett hochgenommen wurde von den Scheiß. Achso, ich hätte. Ich kaufe nochmal kurz Munition. Ja, ja, als er die Sekunden runterging, habe ich einfach gesagt, ich fahre jetzt los. Ja, ja, genau. Und dass es dann genau gepasst hat noch. Also eigentlich ist das Ding ein Safe-Ding, das du dann immer wieder machen kannst. Ja, ich glaube, da kann man wirklich gut diese Marken farmen. Also wenn wir wirklich irgendwann mal gucken wollen, ob wir nicht uns dann nochmal so eine legendäre Waffe oder so snacken wollen, kann man das natürlich vielleicht sogar offscreen so ein bisschen immer wieder wiederholen. Das ist, glaube ich, also auf die Weise ist es halt echt machbar. Und ich glaube, man kann es echt noch optimieren, indem man das Ganze noch einen Checkpoint vorzieht. Also wenn ich durch den Checkpoint fahre vor der Brücke, dass du dann quasi durch den nach der Brücke fährst und dann durch den letzten. Ich glaube, da holst du am meisten Zeit raus. Auf jeden. 5, 4, 3, 2, 1, 6, let's go. Okay, 15 Crits, let's go, die holen wir uns. Kommt raus, ihr feigen Wichser. Ah, da hinten kommen wieder die, die Menschen, glaube ich. Ah, ne. Oh, fuck, ich hab einen. Ah, warte, nee, der lebt noch. Alter. Dreh dich um, du Arschloch. Komm, dreh dich um. Ja, so nämlich. Oh, Exploder. Leute, ich hab dich noch erwischt. Crit. Ich muss Randale machen. Ich muss Nummer 4. Oh no, verdammt. 5? Oh, die 7, du hast auch noch 2 erwischt. Ah. Ich hab nur meine gezählt. 8. Was ist das? Ach so, ey. 9. Oh, blind. Stehen. 10. 11. 12. 12, sehr gut. Ah, okay. Fuck, das war kein Crit. Und der war wieder festgebackt, was an? 13? Haha, die kleine Sau kommt gerade um die Ecke. Du kleiner Stinker. 14? Schön. Ja, lol. Rebelle 1 in der Rolle. Das ist so easy mit den Crits hier, ey. Oh, Mann. Oder hinten ist ein Iron Loader? Komm mal. Ah, ich treffe ihn nicht. Ah, jetzt baut er sein scheiß Schutzschild auf. Okay, dann lasse ich den erstmal in Ruhe. Find's irgendwie schade, dass ich dir Sprengstoff 15. nicht. Okay. Dass ich dir Sprengstoff mal nicht so schmeißen kann, das wäre praktisch. Ja, das stimmt. Aber, wenn du den Overpower hast. Aua! Ey, du Iron Loader, du. Lass uns mal bitte. Achso, das sind die Schildmacher? Nee. Ja. Einen habe ich erledigt. Ja, du hast den anderen. Sehr gut. Ah, als Sniper, da sehe ich mich, ey. Ja, ich mich auch. Also jetzt eh, weil die Gegner sind viel zu weit weg, also jetzt macht das keinen Spaß. Ja, ja. Weil, kann ich den wieder backen? Fuck die so gerne. Oh, jawoll, 28.000 Schaden. Du kleine Sau. Oh, das ist ein Bulle, oder? Oh, aufpassen. Das ist deine Mission, Kollege. Oh, schönes Auge. Hier ist eine Verletzung. Ah, die Musik ist so geil. Haha! Aber. Heck die Sau. Wir haben auch wieder 5 Runden, ne? Ja, ja. Ne, 4. Also 5 Runden, ja, ja. Hm. Genau. Oh, ich liebe Wellenkämpfe. Jeden. Adam. Gott, ey. Ich glaube, für dieses Musikding mal. Ja, das ist ein bisschen lauter gemacht. Mach ich das wieder runter. Erfolg steht bevor. Aber die Musik ist geil. Ja. Ein bisschen. Oh Gott, was ist das? So gut ist das, der hier, der da. Aha. Hört ihr den kleinen Mann? Weg mit dir. Oh. So nicht. Boah, ist mit dem Ward oder gewonshottet. Oh, noch einer. Hier ist eine Reparatur, die Affe. Oh, ich hab den Bulloder voll in die Fresse getroffen. Sehr schön. Oh ja, da ist er weg.
fast gelandet. Peter, there you are. Ist auch weg. Nice. Alter. Man hat ja gar nichts zu tun. Gefühlt. Ja, du hast hier auch viel mehr. Oh, schön. Das war ein Header. Du hast hier auch viel mehr Platz als bei Fink's Slaughterhouse. Das heißt, du kannst auch viel besser in Deckung gehen. Du kannst die über viel größere Distanzen sehen. Damals kam mir der Kampf viel schwerer vor als Fink's, aber ich glaube, der ist tatsächlich einfacher. Das liegt auch daran, dass du überlevelt sind. Das will ich nicht leugnen. Das kann natürlich auch sein. Ja, und damals. Oh. Keine gute Idee, mit mir in den Nahkampf gehen zu wollen, Kollege Schnürschuh. Dankeschön. Ah, mit mir genau da wäre ich, du Idiot. Eigentlich ist es voll geil, dass wir beide auch noch so eine Nahkampfmonster sind. Ich bin beim Schwert und du mit deiner Säge. Nee, Säge? Ja, mit einem Ackerball, oder? Ja. Das zahlt meine Versicherung nicht. Was sagt er? Das zahlt meine Versicherung nicht, der Gegner. Das zahlt meine Versicherung nicht. Wollen die ernsthaft uns im Sniper-Duell herausfordern? Kollege, das ist keine gute Idee, das weißt du, ne? Junge, ich habe 3 Sniper, die das Spiel durchgespielt. Meinst du wirklich, das ist eine gute Idee? Mann. Ich weiß nicht, was dummer ist, gegen dich im Nahkampf antreten zu wollen oder gegen mich per Sniper. Ich glaube, es ist beides nicht so clever. Aber gut, was weiß ich schon. Sollen sie mal machen. Ist in Ordnung, wenn sie es uns ein bisschen leichter machen wollen. Ah, hier ist das Knöpfchen. Ah, geil. Ah, das tut richtig gut gerade. Ach ja, das ist auch geil gemacht. Also. Genau deswegen wollte ich ihn unbedingt noch spielen. Den Hyperion Slaughter. Ah, schön. Ja, same. Also, da muss man auch gespielt haben. Wir wollen ja hier alle Quests machen und dann was in Hyperion Slaughter nicht. Ja, eben. Ein bisschen weird. Ja, das wäre ein bisschen bescheuert auch. Vielleicht ein gutes Schild drin? Also ich meine, wenn du dir keine. Du musst ja auch wirklich Zeit nehmen für Borderlands. Also für Borderlands. Ja. Und ich finde, das kann man halt auch. Also ich finde wirklich, Borderlands 2 ist einer der besten Ego-Shooter aller Zeiten. Also es ist halt so ein scheiß gutes Spiel. Wir sind jetzt beim zweiten DLC, das macht auch richtig Laune bisher. Ist halt ein bisschen stumpf, aber ganz geil. Also ich finde den. Ich finde dieses Arena-Konzept echt nice und mit so einer kleinen Blacklist, das ist schon cool auf jeden Fall. Also. Dann könnte man Borderlands 2 mal remaken und auf Borderlands 2 Technik machen. Oh ja. Ja, das glaube ich auch. So, 20 Crits, let's go. 1. Er lebt noch. Na komm. Ach, fuck, ernsthaft? Nein. Nein, der war mir zu nah. Ist. Ach, ich mag diese Dinger nicht. Ah, mit der Pistole, sehr gut. Erstmal die Arme abschießen und dann kann man die noch leichter quitten. Ah, ja, auch gequit, willkommen. Ach, komm. Nice, mit der Pistole. Ah, du kleine Sau. Dann ist noch einer. Schieß dir die Arme ab, du kleine Nutte. Ah, shit. Oder okay. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Ah, stark, sehr gut. Schön. Hier wird's mit dem Mund gemacht. Geil, Alter. So, ja, schon durch. Das war gut, aber das hat nicht gereicht. Komm, einen noch. Jetzt nice, hat sehr gut. Gereicht. Sehr schön. 9 haben wir jetzt schon, ey. Und das bei 5 Wellen. Ja, das ist halt. Wenn wir die Welle. Wenn wir die nächste Welle auslassen mit Crits. Ah, die Exploder, die 11. Tada. Sehr schön. Wenn du keinen hast,
Nice. Den habe ich, 14. Ja, easy. Das ist so geil, Mann. Und gleich heißt sie ja runter. Hinter uns spawnen welche. Oder ist ein Hotloader. Ich finde es immer geil, wenn das dann durch ist, ja? Und man dann einfach sagen kann, okay, rumballern, wenn man Bock hat. Er lebt noch? Er lebt noch? 15? Ah, fuck. 16? Verletzung. 17. Okay. Aber achso, man kann auf die Arme schießen. Das ist auch Crit. 19, Leute, ich hab 2 auf einmal gewischt. Sehr gut. Und 20, easy. Arm ab und du bellerst ihn weg. Wow. Geil, geil, geil. Ich mach ihn schwer behindert und du machst ihn übrigens ins Grab. Euthanasie nennt man sowas. Oh, Jet. Oh, fuck. Aua, Säure. Aua. Aber er hat auch was bekommen. Boah, hab ich ein bisschen Schaden von der Säure. Ich sterbe, ich sterbe. Das hört nicht auf. Das hört einfach nicht auf. Egal. Alter, was? Das hat gar nicht mehr aufgehört. Okay. Steh auf, sterb. Okay, das ist jetzt ganz schlecht. Das ist jetzt überhaupt nicht gut. Okay, ich bin tot. Scheiße, was war das denn für eine random Kacke jetzt? Kann ich von da oben vielleicht noch irgendwie wieder runterballen oder bist du auch tot? Ich bin nicht tot. Okay, vielleicht kann ich von da oben noch ein bisschen mitmachen. Ah, das war ja richtig retardet. Ich werde jetzt so. Warte mal. Ich war einfach. Ich habe ein kleines Versteckchen hier gefunden, kleines Häuschen. Ich glaube, ich kann hier oben durch die Zäune so ein bisschen. Warte mal, hier sind so kleine Lücken. An der Jet. Da müsste ich ja nicht durchschießen können. Achso, du sprichst, du Transformers. Wie weit kann ich denn gehen? Achso, kann ich bestimmt nicht nochmal benutzen, ne? Oder geht das vielleicht? Weg. Den Aufzug darf ich nicht benutzen. Aber ich kann hier durch die Lücken so ein bisschen schießen. Oh, Junge. Ja, ich treff den von hier oben. Junge, du bist. Komm mal her. Ich habe eine Schnellfeuerknarre und der erwischt dich. Auf jeden Fall. Wer denn hin? Ah, Abschaltung hier. Du bist abgeschaltet, du Mistding. Jetzt fliegt die ganze bei mir rum, der Trottel. Ah, der kommt zurück zu dir, glaube ich. Ja, gut, ich muss auf die Crits nicht mehr achten, also egal, dann ballern wir den Deck rum. Oh, jetzt treffe ich ihn ganz gut. Naja. Das willst du nicht. Jawoll, so nämlich. Hm. Bist du? Ach da! Ich häng hier oben im Aufzug. Hi. Ich kann den Aufzug nicht benutzen, aber ich kann hier ganz gut durchschießen. Oh cool. Durch die Lücken. Kann ich hier so ein bisschen mitmachen. Ja. Ah, das ist doch kacke, Alter. Vor allem schon in Welle 1. Nee, Welle 2 ist es. Ja, war in Welle 1. Säure war ja viel zu krass. Mehr Säure. Ja, weil Säure auch das einzige Element ist, was ja wirklich. Energie und Schild gleichermaßen hart angreift, ne? Ja. Aber gut. Wo hin? Nix mit Sanität, du kleine Sau. Wir können die Säure festhalten, wenn wir sie mal sehen und weit genug wegschieben, können wir sie auch killen. Ja, müssen wir glaube ich auch. Brauchen wir nicht. Okay, Welle 2 haben wir. Ne. Noch nicht. Ja doch, ist durch. Also. Guten Morgen. Oh jawoll, der Crit, Alter. Oh, von hier oben kann ich noch Crits landen. Es kommt. Was ist? Ach, ein Säureschützer. Oh, nicht schlecht. Ein Säureschützer. Hab ihn. Oh, der hat einen Laserstrahl. Okay, ich hab ihn gecrittet. Jo. Kleiner Hurensohn. Das sind deine Missionen. Leute, ich kann durch die Zäune schießen? Warte mal. Ich muss gar nicht die Lücken. Ah nein, ich muss gar nicht auf die Lücken achten. Ich kann auch hier durchschießen. Okay, das ist ja cool. Da habe ich ja sogar noch bessere Chancen. Warte mal, da kann ich mich einfach hier aufstellen. Was wollt ihr tun? Leute, RPG-Loader schießt die ganze Zeit zu mir hoch. Das ist eigentlich ganz gut. Ah, das ist natürlich. Ah, warte mal, krieg ich den? Auf ins Gemetzel! Ich könnte den sogar kriegen. Also, ja, für die Loga, wenn wir lassen. Ja, ja.
Okay. Ah, komm noch einmal. Oh. Also. Ach, schade. Egal. Schade nicht. Egal. Geboren in ein Flammenmeer! Ich hätte mein Geld erst verjubeln sollen, bevor ich hier hingegangen bin. Okay, der... Aua. Vorsicht, du bist ein bisschen angeschlagen. Wow, was war das denn? Viele, viele Granaten. Ein RPG-Loader. Den mach ich jetzt aber fertig. Ja, RPG-LP, lass ihn mal gut sein. Den Sniper geht's weg. Schon brennen lassen. Wieder schon ist zwecklos, du Arschloch. So. Feierabend, wie es duftet. Ich spüre das Rot. Oh, die ist gut. Denk mal, der kann mich ficken hier oder was? Na, das ist du scheiß RPG-Loader, ich hab ihn. Da ist noch ein RPG-Loader. Okay. Aber ich sehe den ganz gut von hier. Ups. Hab ihn. Geil, ich schieße in die Arme weg und du schießt ihn. So, zwei Wellen noch. Das ist die perfekte Welle. In der Tat. Da ist ein Loader bei mir. Ist fast besiegt. Hab ihn. Nie. Das ist voll gut, dass ich durch die zweite schießen kann. Das wusste ich gar nicht. Jetzt vielleicht mal vorher versuchen sollen. Egal. Weiter Iron Loader down. Dritter Iron Loader down. Oh, Digga, selbst von hier oben. Nice. Der ist auch weg. Okay, durch den Boden kann ich leider nicht schießen, aber trotzdem stark. Da unten ist ein Iron. Der ist fast besiegt. Ah, der hat ein Schutzschild. Oh, der bringt den Dix, der ist trotzdem weg. Wer ist Arschloch? Was sehen meine Augen da unten? Shieldbot, okay, an den komme ich nicht ran. Ah, wobei, vielleicht mit der SMG? Mit der Laser? Ja, gut, ich treffe ihn zwar, aber nicht sehr gut. Junge, wenn du der SMG hast, versuch die mal zu treffen. Am besten, wenn sie auf dich zugeflogen kommen. Ich kann versuchen, die wegzusnipern. Vielleicht habe ich Glück. Ja, nice. Geil. Und den zweiten habe ich auch. Welle 4. Eine Welle noch. Oh, da ist ein Constructor. Vorsicht. Oh. Aber jetzt, ihr guckt genau in meine Richtung. Ich kann ihn snipern. Ja, ich kann ihn critten von hier aus. Das krieg ich hin. Ist fast down. Constructor down. Noch einer, der guckt wieder in meine Richtung. Den krieg ich auch. Ja, ist nicht so clever, dass du ausgerechnet zu mir guckst. Gut, dass du den Schild erledigt hast. Das war wichtig. Komm, einen noch. Einen noch, komm. Na, okay. Zweiter Constructor ist auch down. Noch ein dritter? Ah ne, das war nur die Explosion. Alles gut, ich hab nichts gesagt. Das ist ein Geschütz, glaube ich. Ne, das ist ein Geschütz, das ist auch tot. Ja, ein Roboter steht da hinten bei mir, aber ich sehe den nicht. Wieso? Okay, damit. Ah, da hinten ist ein Reparaturbot. Oh. Armin. Leute, das war die ganze Welle? LOL! Nice, wir haben's. Sehr schön. Okay. Geil, dass die Constructor immer zu mir geguckt haben. Ich muss da immer verkaufen, ne? Ich hab ein bisschen Waffen eingesammelt. Ja, mach das. Unbedingt. Ah, siehste, geht doch easy, alles. Nice. Ja gut, das war eben aber echt anders hier einfach nur, das war ja. Ja. Aber man kann von oben echt gut durchschießen, so. Und snipern kann ich ja immer noch. Nichts geht über einen guten Verkauf. Ich letzte nach der Süßen Umarmung des Nichts. Lass es nicht zu sehr geraten. In dieser Welt hier. Gescheitert. So gescheitert.